Der Waldbrandschutz ist eine der prioritären Maßnahmen, die durch den staatlichen Forstbetrieb umgesetzt werden. Dies ist im deutsch-polnischen Grenzraum, in dem sich ausgedehnte, brandgefährdete Waldgebiete befinden, besonders wichtig. In diesem Zusammenhang sind die Bereitstellung eines wirksamen Waldbrand-Frühwarnsystems und der gegenseitige Austausch von Informationen über Waldbrandgefahren von großer Bedeutung. Am 22. Mai 2014 trafen sich im Gebiet der Oberförsterei Wymiarki deutsche und polnische Forst- und Feuerwehrleute. Auf dem Programm standen eine Konferenz und eine Waldbrandübung. Das Treffen wurde im Rahmen des Projektes Grenzüberschreitender Waldbrandschutz umgesetzt. Dieses Projekt wurde durch die regionale Direktion der Staatsforste in Zielona Góra realisiert und aus dem Kleinprojektefonds im Rahmen des operationellen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013 kofinanziert. Das Treffen fand in zwei Teilen statt, einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der praktische Teil bestand in der Vorführung der durch die Forst- und Feuerwehrleute umzusetzenden Maßnahmen bei einem Waldbrand. Zu den Gästen gehörten Forst- und Feuerwehrleute aus Ostsachsen, aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz, Vertreter der Berufsfeuerwehr Scharl und des Forschungsinstituts für Forstwesen, selbstständiger Lehrstuhl für Waldbrandschutz. Zugegen waren auch Forstleute aus den benachbarten Oberförstereien Lipinki, Żagań und Pruszów und aus den benachbarten Regionaldirektionen Breslau und Stettin. Die Gäste wurden durch den Gastgeber, den Oberförster von Wymiarki, Edward Koszałka, sowie durch die Vertreter der regionalen Direktion Zielona Góra begrüßt. Die einleitenden Informationen und eine Einführung in das System des Waldbrandschutzes im Staatsforst wurden von Paweł Wcisło, dem Leiter der Abteilung für Wald- und Vermögensschutz bei der regionalen Direktion Zielona Góra, vorgetragen. Den Schwerpunkt bildeten dabei Detailinformationen zur Waldbrandübung mit dem Titel Praktische Übung des Waldbrandschutzsystems im Gebiet der Oberförsterei Wymiarki sowie die Darstellung der Maßnahmen der Staatsforste im Falle von Waldbrandkatastrophen in Grenzgebieten von Oberförstereien und Regionaldirektionen der Staatsforste. Das Forschungsinstitut für Forstwesen stellte die wissenschaftlichen Grundlagen für die Vorhersage der Waldbrandgefährdung und die Problematik der Waldbrandmodellierung vor. Die Feuerwehr präsentierte das Landesrettungs- und Löschsystem, dessen Organisation und Aufgaben. Nach dem theoretischen Teil wurden den Gästen praktische Maßnahmen präsentiert. Die Vorführung fand im Waldgebiet der Niederschlesischen Heide, im Gebiet der Oberförsterei Wymiarki, Forstrevier Zabłocie statt. Zur Grundausstattung der Einsatzkräfte gehören leichte Kommando- und Löschfahrzeuge mit 2-Mann-Besatzung, darunter auch der Waldbrandbeauftragte des Oberförsters. Jede Oberförsterei der regionalen Direktion Zielona Góra verfügt über solche Fahrzeuge, zu deren Hauptaufgaben folgende Maßnahmen gehören: Erkundung der Situation am Brandort und Festlegung des Bedarfs an Mitteln und Kräften. Aufrechterhaltung der Kommunikation mit der Alarm- und Leitstelle der Oberförsterei. Kooperation mit der Feuerwehr. Eindämmung der Brandentwicklung bei Kleinbränden durch schnelles Eingreifen. Ablöschung von Entstehungsbränden. Unser Lehrstuhl für Waldbrandschutz am Forschungsinstitut für Forstwesen ist an vielen internationalen Projekten beteiligt. Vor kurzem haben wir an 2 internationalen Projekten teilgenommen, die im Rahmen der Interreg-Initiative 4C finanziert wurden. Bei diesen Projekten handelte es sich vor allem um den Austausch der sogenannten guten Praktiken zwischen den Projektteilnehmern. Wir haben die Erfahrungen und Lösungen der polnischen Seite, vor allem auf dem Gebiet der Waldbrandprognosen und der Zonierung der waldbrandgefährdeten Gebiete, dargestellt. Wir haben auch die Erfahrungen und guten Praktiken unserer Kollegen aus Frankreich und Italien auf dem Gebiet der Schulungen für die Besatzung von Löschfahrzeugen übernommen,
mit dem Ziel, die Löscheinsätze möglichst effektiv und, was ein wichtiger Aspekt der Löscheinsätze ist, sicher durchführen zu können. Im Rahmen dieser Projekte haben wir nach dem Vorbild der italienischen und französischen guten Praktiken unsere eigenen Schulungsprogramme erstellt, die jetzt im Staatsforst eingeführt werden. Außer den Kommando- und Löschfahrzeugen können die Organisationseinheiten der regionalen Direktion Jolonagura das Personal und die Mittel des Betriebes für Forstdienstleistungen und des Zentrums für Forsttransport in Świebodzin in Anspruch nehmen. Das von der Oberförsterei aufgestellte Feuerwehrkommando verfügt über folgende Geräte zum schnellen Eingreifen: Kübelspritzen, Feuerpatschen, Spaten und einen Schlepper mit Wassertankanhänger. Zu den Aufgaben eines solchen Kommandos gehören Beobachtung der Randzonen des Brandes, Beseitigung neuer Zündstellen und von Flugfeuer, Ablöschung und Überwachung der Brandstellen. Zur Grundausstattung, die bei der Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt wird, gehört ein landwirtschaftlicher Schlepper mit Forstpflug, der für die Errichtung einer Brandschutzschneise in Waldkulturen und älteren Baumbeständen und in Grenzbereichen genutzt wird. Für die vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen werden unter anderem Brecher eingesetzt, die folgende Aufgaben haben: Herstellung einer Brandschutzschneise mit einer Breite von ca. 2 Metern, Beseitigung des Anflugs und von Kulturen mit gleichzeitiger Herstellung der Brandschutzschneise, Herstellung der Zufahrtsmöglichkeit für Löschfahrzeuge. Für die Errichtung von Brandschutzschneisen und Zufahrtswegen für Löschfahrzeuge durch Rodung werden Harvester des örtlichen Betriebes für Forstdienstleistungen und des Zentrums für Forsttransport eingesetzt. Die Feuerwehrleute präsentierten die praktischen Maßnahmen bei der Wasserentnahme, Wasserbevorratung und Lieferung des Löschwassers zu den einzelnen Brandbekämpfungsabschnitten. Beispielhaft wurden das Löschen und Ablöschen mit Einsatz von Strahlrohren, die das Wasser dem Benetzungsmittel zugesetzt sind, diffus, tropfenförmig und nebelig verteilen, gezeigt. Besonders beeindruckend sah die Errichtung eines Trennungsstreifens aus Schaum aus. Dies hat zum Ziel, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, eine Brandschutzschneise zu errichten und die aktive Brandausweitung einzuschränken. Den Höhepunkt der Waldbrandübung stellte die Präsentation des Einsatzes von Löschflugzeugen dar. Im Einsatz waren die AN-2R und die M-18B Dromada. Die Hauptaufgabe von Löschflugzeugen ist die Löschung von Kleinbränden und die Beteiligung an Löscheinsätzen bei Großbränden. Die Löschflugzeuge errichten eine Brandschutzschneise aus Schaum und löschen Gräser und Getreide unter Verwendung von Wasser, dem Netzmittel zugesetzt sind. Flugzeuge werden sowohl bei der Entdeckung der Brände als auch bei der Erkundung der Gefahren durch Brandentwicklung, also bei der Bewertung der Lage in der wirklichen Zeit, eingesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist das Patrouillenflugzeug Slin 142, das ebenfalls an der Übung teilgenommen hat. Wir sind gerade dabei, den Höhepunkt der Waldbrandübung fortzuführen. Das Projekt grenzüberschreitender Waldbrandschutz wird aus dem Kleinprojektefonds im Rahmen des operationellen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen kofinanziert. Die Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Forstleute verläuft auf vielen Ebenen sehr gut. Ich bin für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Waldbrandschutzes zuständig und muss sagen, dass wir uns regelmäßig im Rahmen von Arbeitsgruppen treffen. Dies hat unter anderem zur Unterzeichnung der Vereinbarung über den Informationsaustausch auf dem Gebiet der Früherkennung von Waldbränden auf beiden Seiten der Grenze im letzten Jahr geführt. Ja, die Zusammenarbeit ist uns ja sehr wichtig. Wir leben im gleichen großen Kieferngebiet. Der Waldbrand kennt dort keine Grenze. Und wir arbeiten nicht nur bei der Entdeckung von Waldbränden sehr eng zusammen,
Das heißt, Waldbrände, die von der polnischen Seite aus auf der deutschen Seite erkannt werden, werden an uns gemeldet, und umgekehrt werden auch Waldbrände, die von der deutschen Seite auf der polnischen Seite der Neiße erkannt werden, gemeldet. Wir wollen aber verstärkt auch zusammenarbeiten bei der Vorbereitung auf Waldbrandbekämpfung, beim Einsatz von Technologien, beim Einsatz von Techniken für die Waldbrandbekämpfung. Die praktische Übung des grenzüberschreitenden Waldbrandschutzes war ein richtiger Test technischer und organisatorischer Möglichkeiten der Forst- und Feuerwehrleute. Die Übung wurde durch die Gäste aus Deutschland sehr positiv beurteilt und wird sicherlich die Brandsicherheit auf beiden Seiten der Lausitzer Neiße stärken.